Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Stamp, ich finde das ja schön, dass Sie sich so viel Sorgen um die Integrationspolitik machen und die haushalterischen Belastungen, die jetzt aus Ihrer Sicht dabei rauskommen. Wo sind denn Ihre Anträge? Also, wir hätten sicher bei dem einen oder anderen Antrag, von dem ich weiß, dass Sie den sicher gerne gestellt hätten, wenn Sie nicht die Haushaltsdisziplin Ihrer Fraktion so geteilt hätten, sicher auch geholfen hätten, den umzusetzen. Dieser Haushalt, und da möchte ich mich ja dann noch mal ganz kurz an Frau Milz wenden, Sie haben über den Haushalt 07 gesprochen. Wo ist sie jetzt? Ist sie weg? Hört nicht zu. Der Haushalt 07, der Kinder- und Jugendhaushalt, Frau Milz, hat hiermit nichts zu tun. Dass Sie darüber sprechen, zeigt eigentlich, dass wir insgesamt in diesem Haushalt sehr gute Akzente gesetzt haben, weil wir ja Integration als Rot-Grün, als Querschnittsaufgabe verstehen und in nahezu allen Haushalten, in nahezu allen Ministerien Mittel für die Integration der Geflüchteten eingestellt haben und nicht nur im Integrationshaushalt. Und ja, Herr Dr. Stamp, ich würde ganz vieles von den Teilen, was Sie sagen, Sprache ist wichtig, die Integration in den Arbeitsmarkt und zur Beruhigung von Herrn Alder, würde ich auch gerne noch sagen, ja, es stimmt, die Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade die mittelständischen und die kleinen Unternehmen, machen in diesem Land unheimlich viel, wenn es darum geht, Arbeit zu schaffen, auszubilden, Flüchtlinge zu integrieren. Ich komme aus einer Region, wo die erste Konferenz von Handwerkskammern und IHK passiert ist, um halt sowas zu machen. Und die arbeiten auch dran und die Mittel sind dafür da, weil die arbeiten nämlich an diesen Integration Points, die Sie ja jetzt hier nicht erwähnt haben, die aber ganz wichtig sind im Zugang zum Arbeitsmarkt. Ja, und Sprache ist ebenfalls ganz wichtig. Deswegen stellen wir ja in allen Bereichen ganz, ganz viele Sprachfördermodule zur Verfügung und nicht nur im Integrationshaushalt. Und ja, Bildung ist wichtig, Wohnen ist wichtig, auch da sind Mittel eingestellt. Was Sie aber vergessen haben über diesen ganzen großen Aspekt der Wertevermittlung, ist, dass es auch darum geht, um die Frage gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land zu fördern und zu erhalten. Und da sind wir natürlich dankbar all jenen ehrenamtlichen Menschen, die sich kümmern, wo immer sie sind, wo immer sie dafür kämpfen. Sie sind Botschafter für die Integration. Sie sind auch Botschafter für das, was vielleicht nicht funktioniert. Und nochmal mit Blick auf Frau Milz. Wir unterstützen natürlich Strukturen, die wir haben. Wir sind doch froh, dass wir die kommunalen Integrationszentren jetzt haben und dass wir die aus dem Integrationshaushalt, da verdoppeln wir ja nahezu den Ansatz, um halt die integrierende Arbeit, die diese Zentren leisten, nach vorne zu bringen. Und jetzt bleiben wir noch 5 Sekunden. Die reichen gerade dafür aus. 2, 1. Wir stimmen dem Haushalt selbstverständlich zu und freuen uns, gemeinsam diese Querschnittsaufgabe bewältigen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Feld.